Ich bin seit, also meine erste Mahnwache in Wien war am 5. Mai 2014. Und ich bin da jetzt in der Orga. Ich bin immer wieder überrascht, was wir da auf die Beine stellen, ohne groß zu organisieren. Ich bin am 5. Mai, wo bin ich gesessen? Irgendwo da und habe meine erste Rede gehalten. Seitdem ist viel passiert. Ich war jetzt am Freitag war ich in Linz eingeladen, in einem Wirtshaus in der Nähe von Linz und habe dort einen Vortrag gehalten und der unter dem Titel über freie Gedanken zum friedlichen Widerstand, wo ich so ein bisschen warum ich bei den Mahnwachen Mittwoch erzähle, warum ich da dabei bin, was mich geprägt hat, was mich inspiriert hat, wo ich für mich Lösungen sehe, wo ich für mich Ziele sehe, wo wir hingehen. Und nachdem wir heute ja schon über 9/11 geredet haben und Mind Control und das ja irgendwie Waffen sind, braucht es ja auch einen Feind, der diese Waffen einsetzt. Und bei meinem Vortrag habe ich halt auch einen Kapitel, das nennt sich Der Feind. Und ich möchte da jetzt über den Feind kurz noch reden. Also ich habe zwei Feinde ausgemacht. Das ist mal der Feind Nummer 1. Der Mensch neigt dazu, die Schuld an Einzelpersonen oder auch konkrete Gruppen ausmachen zu wollen. Jeder kennt die Namen der Familien, die gerne genannt werden, insbesondere Rothschild und Rockefeller. Fakt ist, dass diese Dynastien über ein unglaubliches Kapital verfügen und daher auch unerhörte Macht ausüben können. Ich verwehre mich aber gegen die Theorie der zionistischen Weltverschwörung, denn ich weiß, dass Rothschild und Rockefeller nur die Spitze des Eisbergs sind. So ist die Familie Bush nicht minder mächtig. Das Königshaus Saud, eben in Saudi-Arabien, ist auch nicht minder mächtig. Und auch in Europa haben wir nach wie vor unsere Monarchen, die ihren Adel auch durch unser Kapital repräsentieren, welches wir ihnen freiwillig oder auch genötigt zur Verfügung stellen. Diese Auswüchse gibt es aber auch im Kleinen. So ist es doch kein Geheimnis, dass der Novomatic-Konzern aktiven Einfluss in die Gesetzgebung genommen hat. Jeder kennt die Macht, die der Raiffeisen-Konzern innehat. Und wir wissen auch, was es mit der Familie Glock auf sich hat. Auch in meinem Heimatort, St. Leonhard am Forst, gibt es die privilegierten Familien, die mehr durch ein nahe Verhältnis zur Politik und der einhergehenden Freundalwirtschaft ein stattliches Vermögen zusammenraffen konnten. Was haben all diese Menschen gemeinsam? Ich zitiere jetzt aus dem Neuen Testament. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen oder dem Mammon. Die Menschen, die die Interessen des Kapitals, des Mammons, über die Menschlichkeit und die damit verbundene Gerechtigkeit gestellt haben, diese Menschen haben eine Entscheidung getroffen. Sie sind vielleicht oberflächlich betrachtet noch Juden, Moslems, Katholiken, Jesuiten, vielleicht auch Satanisten, Atheisten, Zionisten und was es so noch gibt. Aber in der Tiefe betrachtet, sind sie verkauft an ein System, das sich Kapitalismus nennt und welches nach einer einfachen Logik nicht funktionieren kann. Denn in einem geschlossenen Raum, und das ist unsere Welt nun mal, kann man sich nicht fortwährend mit Kapital oder Material versorgen, welches andererorts dann einen Mangel erzeugt. Es gibt keine zionistische oder satanistische Weltverschwörung. Es gibt die Verschwörung des Kapitals gegen das Organische. Die Lebendigkeit wird der Materie verkauft.
Das Leben wird Kapital. Diese Ausführung zum Problem des Kapitalismus soll vorerst reichen. Und ich möchte den knappen Beitrag noch mit einem anderen Auszug auch aus dem Neuen Testament abschließen. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wir alle hängen in diesem System. Wir alle profitieren noch davon. Und die Probleme, die wir hier haben, die kosten anderorts ein müdes Lachen. Deshalb lokal handeln, global denken. So, jetzt, ich könnte jetzt noch über den Feind Nummer 2 referieren. Ist es nicht zu kalt? Dann mache ich das noch. Gut. Feind Nummer 2. Ich lese vor, ich zitiere aus dem Buch Der Fremde in uns von Arno Grün. Ob Völkermorde, Folter oder die alltägliche Erniedrigung von Kindern durch ihre Eltern, eines haben all diese Beispiele für Gewalt und Hass gemeinsam. Das Gefühl der Abscheu vor dem anderen, dem Fremden. Die Täter stufen sich selbst als Menschen ein, doch das Gegenüber verdient diese Bezeichnung nicht. Der andere wird zum Unmenschen degradiert. Es ist, als würde man sich durch diesen Vorgang selbst reinigen. Indem man andere abtut und sie peinigt, befreit man sich vom Verdacht des Beschmutztseins. Das Reinsein oder Beschmutztsein wird so zum Merkmal, das den Menschen vom Nichtmenschen unterscheidet. Dabei verlagert sich die Wahrnehmung auf eine abstrakte Ebene. Der andere wird nicht mehr in seiner individuellen Menschlichkeit gesehen, er ist nur noch Bestandteil einer Gruppe. Seine konkreten Gefühle, Einstellungen und Verhaltensweisen verschwinden aus dem Blickfeld, stattdessen wird seine Persönlichkeit auf eine einzige Eigenschaft reduziert, die Zugehörigkeit zur Gruppe. Diese Abstrahierung macht ein empathisches Erleben des anderen unmöglich. Empathie ist eine grundsätzliche Fähigkeit aller Lebewesen. Sie ist die Schranke zur Unmenschlichkeit und der Kern unseres Menschseins, also auch Kern dessen, was unser eigenes ist. Wenn aber dieses eigene verachtet und als nicht zu uns gehörig abgespalten werden muss, kann sich durch die Empathie nicht frei entwickeln. Unsere Fähigkeiten, mit anderen mitzufühlen, verkümmern. Der Prozess, durch den das eigene zum Fremden wird, verhindert also, dass Menschen sich menschlich begegnen, mit Anteilnahme, Einfühlungsvermögen und gegenseitigem Verstehen. Und so wird die Abstraktion zur Basis unserer Beziehungen. Die Anfänge dieser Entfremdung liegen in der Kindheit. Das wird nirgendwo deutlicher als in einem Satz, den Hitler 1934 bei einer Rede vor der NS-Frauenschaft formulierte. Jedes Kind ist eine Schlacht. Damit drückte er in erschreckend klarer Weise aus, was in westlichen Kulturen auch heute noch oft als unumstößliche Wahrheit angesehen wird. Dass es eine natürliche Feindschaft zwischen Säugling und Eltern gibt. Im Kampf der sogenannten Sozialisation muss das Kind dazu gebracht werden, sich den Willen der Eltern zu unterwerfen und daran gehindert werden, seinen eigenen Bedürfnissen und Genüssen nachzugehen. Der Konflikt ist unvermeidlich und er muss zum Wohle des Kindes durch die Beharrlichkeit der Eltern gelöst werden. Chamberlains kritische Darstellung der offiziellen Erziehungsmethode des Dritten Reichs in Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, veranschaulicht deren pathologischen Effekte. Leider beschreibt sie damit aber auch eine Ideologie, die, wenn auch in verhüllter Form,
typisch für alle sogenannten großen Zivilisationen ist. Diese besagt, die Natur der Beziehungen zwischen Kindern und Eltern ist die eines Machtkampfes, in dem verhindert werden soll, dass sich der unreife Wille des Kindes durchsetzt. Verschleiert wird dabei aber, dass es nicht um ein Zivilisieren, sondern um die Festschreibung von Herrschaft geht. Die so geartete Sozialisation des Kindes soll dafür Sorge tragen, dass die Motivation zum Gehorsam gegenüber dem Mächtigen tief in der menschlichen Seele verankert wird. Das geht aber nur, indem man die Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle, die dem Kind eigen sind, zum Schweigen bringt. Arno Grün, der Fremde in uns. Seit einigen Monaten bin ich nun aktiv als Friedensaktivist oder wie ich mich auch gerne selber bezeichne, als Friedenshetzer oder Weltenretter. In dieser Zeit hat es mich am allermeisten verblüfft, wie feindselig Menschen gegen meinen vielleicht naiven Wunsch des friedvollen Zusammenlebens aller Völker, aller Menschen auf Erden reagieren. Freunde, Verwandte, Kollegen fühlen sich zum Teil angegriffen von mir, bloß weil ich auf den Irrweg, den unsere Menschheit eingenommen hat, hinweisen will. Ich bin wirklich bemüht, meine Ideen und auch meine Kritik sehr sanft vorzutragen und habe oft das Bedürfnis, lauter und auch aggressiver zu werden. Ich weiß aber, dass mich das der Gewalt und letzten Endes den gleichen Fehlern, denen unsere Gesellschaft ohnehin aufsitzt, näher bringt. So macht es mich oft noch fassungsloser, dass auf mein Bedürfnis nach Frieden, nach Vergebung, nach Gemeinschaft in unverhohlener, aggressiver Art reagiert wird. Laut den Ausführungen von Arno Grün geht es aber nicht gegen mich, sondern geht es einzig gegen die eigene Bedürftigkeit. Das Gefühl der Menschlichkeit muss bekämpft werden und darf nicht Überhand gewinnen. Die Fassade des eigenen Lebens beginnt zu bröckeln und es wird Zeit, die kognitive Dissonanz hochzufahren. Seit ich das Buch von Arno Grün gelesen habe, verstehe ich viel mehr. Aufmerksam gemacht darauf wurde ich von Rüdiger Lenz, eine Galionsfigur der Friedensmahnwachen, Therapeut von Gewalttätern und Entwickler des Nicht-Kampf-Prinzips. Der Feind Nummer 2 nennt sich Autokratie, das Herrschaftssystem. Wir und unsere Mitmenschen sind derart indoktriniert davon, dass die ungewöhnliche Bedürftigkeit nach Frieden, nach Kooperation, als Gutmenschentum, als Hippie-Geschwafel oder eben auch als rechtsesoterisch oder neurechter Quatsch abgetan wird. Je nachdem, ob die eigene Gesinnung eher dem rechten oder dem linken Spektrum zuzuordnen ist. Die Sorge, die Angst, die eigene Komfortzone verlassen zu müssen, ist die gleiche. Diese Methodik, die Ausführung des systemischen anerzogenen Gehorsams, führt uns dann zur mächtigsten Waffe, die unser Feind besitzt. Divide et impere, impera, teile und herrsche. Das Prinzip davon bedeutet, man solle ein Volk oder eine Gruppierung in Untergruppen aufspalten, damit sie leichter zu beherrschen bzw. zu besiegen sind. Sie ist wahrscheinlich nicht antik, wenngleich die damit bezeichnete Strategie sehr alt ist und zum Beispiel in der römischen Außenpolitik ohne Zweifel wiederzuerkennen ist und war. Dieses Prinzip liegt über unserer gesamten Gesellschaft. Und ich würde sogar sagen, dass es abgesehen von ein paar Naturvölkern kaum noch Gesellschaften gibt, die nicht nach diesem Prinzip gestaltet sind. Nationen, Völker oder Gruppierungen, die sich dagegen stemmen wollen, die werden kurzerhand auf Linie gebracht. Gaddafi,
hatte sicher seine dunklen Seiten. Aber die Ideen, die er für den afrikanischen Kontinent hatte, die widersprachen eindeutig dem Prinzip des Teile und Herrsche. Sein blutiges Ende zeigt uns die Auswüchse, die der Export unserer westlichen Demokratie erreicht hat, wenn es darum geht, eine jahrtausendealte Tradition fortzuführen. Ich gebe jetzt weiter an den René, der macht den Open Mic Block. Und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.